Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Coffin Dodgers. Und ja, es geht weiter mit ein bisschen Aufmotzen. So, was haben wir hier eigentlich? Sold out. Ah, ich musste nur mal gucken, was hier bei dem Motor steht, da oben drüber. So, wir haben... Oh, wieso haben wir nur so wenig Coins? Wir haben so viele Coins gesammelt. Das gibt's ja nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, dann machen wir einfach das für 800, das Update. Ah, danach kostet es dann noch 500 zusätzlich. Ja gut, passt schon. So, hier auch. So, was soll's. My card is... Was? Augmented? Kenne ich nicht das Wort. So, auf geht's. Nächstes Rennen im nächsten Gebiet. Und jetzt wollen wir aber mal gucken, ja, ich weiß nicht, ob das Getriebe jetzt so einen fetten Unterschied macht, hier die eine Stufe. Ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Naja. So, oh, in der Dämmerung. Oh, Friedhof, das sieht ja einladend aus hier. Auf geht's. So, gleich erstmal schön nach vorne. Oh, und guck mal hier, der Grimm, der hat auch irgendwas abbekommen. Auch der Grimm. Kommt hier nicht gut weg. So, vielleicht können wir das irgendwie nutzen. Oh, fuck. Jetzt haben wir nämlich durch den Schutz, das war schon mal gar nicht so verkehrt, haben wir einiges nicht abbekommen. Im Gewühl hier, da hat ja jeder Items, da wird man dann gerne mal durchgereicht. Oh, so eine Scheiße. Und dann schlagen wir uns wieder selber. So, ja, das ist natürlich jetzt wieder alles hinfällig, was ich hier erzählt habe. Oh Gott. Oh, du blöde Kuh. Und unsere Uzi ist auch weg. Geil. Ja, genau. Ey, die haben immer ein Item. Die blöden Alten. Alter, gleich werde ich aggressiv hier, wenn wir jedes Mal abgeballert werden, wenn wir an einem von denen vorbeifahren. Kann ja echt nicht sein. So, da muss man eigentlich dauerhaft Schutz haben, weil die immer so gut ausgerüstet sind. Und Turbin! Oh, willst du mich verarschen? Bleibt er da am Zaun hängen? Ganz geil. Ah, naja. Wunschdenken, ne? Die waren ein bisschen weit weg. Jetzt hätten wir sie einsetzen können. Aber jetzt sind wir wieder richtig gut unterwegs. Und da ist auch schon der Grimm. Ah, ja. So, und es geht in die letzte Runde. So, kommen wir ran, dann können wir ihn vielleicht schocken. Nein. Aber es hätte auch schlimmer laufen können. Ah! Da ist das Ziel gleich. Nein. Nein, 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 nein. Also, es ist der zweite Platz. Immerhin. Aber auch nicht mehr. Schade. Ach, Mensch. Ach, guck mal, da sind schon so viele tot. Ah, jetzt ist der eine, der letzte, auch tot. Also, es sind jetzt nur noch Zombies und Shreks unterwegs. Naja. So, das heißt, ja, der hat jetzt Vorsprung. Das heißt, wir müssen eigentlich genau genommen die nächsten beiden Rennen gewinnen, damit wir hier eine Chance haben, irgendwann mal Gesamterster zu werden. So, ich gucke gerade mal. 501, ja wunderbar. Weapon. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber ich setze erstmal auf Motorenpower. Und jetzt ist nämlich unser Getriebe auch voll ausgerüstet. So, weiter geht's.
Und dann setzen wir halt beim nächsten Mal, oder? Am besten hier, dass wir halt zwei Waffen halten können, wäre auch nicht schlecht. Müssen wir uns mal so ein bisschen ausprobieren. So, vielleicht können wir es jetzt ja aufnehmen mit dem Typen. Auf geht's. Oh, block doch nicht. So, schön aus dem Gemetzel da raus, sich raushalten. So, und wenn wir dann nämlich so ein bisschen Luft bekommen. Der ballert hier schön auf uns. Wenn wir hier so ein bisschen Luft bekommen und uns absetzen können, dann sind wir aus dem Gröbsten vielleicht raus. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja, das sieht gut aus. So, erste Runde ist geschafft. Oh nein! Aber trotzdem, wir haben noch einen großen Vorsprung. Ich weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich zerschlagen die sich da alle gegenseitig gerade. Und wir waren fast so weit dran, dass wir die überholen konnten. Da ist direkt einer, den wir hier überrunden können. Sag mir nicht, dass das hier jetzt... Also, der ist doch... Das ist ja der Grimm. Der ist doch jetzt nicht... Sind wir jetzt Erster oder war der Erster? Oder vielleicht ist der ja Letzter gewesen. Oh Gott. Es sieht aus, als wenn wir wirklich Erster sind und der Typ Letzter geworden ist. Das kann ich nicht glauben. Sieht so aus, ne? Plus 2 Punkte nur. Der ist Vorletzter geworden. Geil. 9 Punkte Vorsprung. Also, es sieht so aus, als würde das hier jetzt wirklich unser erster Gesamtsieg werden nach 3 Rennen. Oh, bin ich aufgeregt. Da können wir jetzt eigentlich nur noch uns selber schlagen. Das ist ja cool, weil selbst ein dritter Platz müsste eigentlich reichen, locker. Oder ein vierter sogar. Oh. Also, da müssen wir jetzt richtig aufpassen beim nächsten Rennen, dass wir jetzt hier es nicht komplett versemmeln. Das wäre jetzt richtig blöde. So, das heißt, wir werden lieber nochmal ein bisschen was aufrüsten hier. Zack. 2 Items. Überfällig, dass wir das jetzt mal ausrüsten. So, ich weiß jetzt nur nicht genau, womit man die dann... Also normalerweise schieße ich die... Ich spiele ja hier mit dem Controller. Normalerweise schießt man die mit A ab. Die eine, vielleicht die andere dann mit X. Da ist zumindest mein Daumen auch noch die ganze Zeit mit drauf. Gucken wir mal. Auf geht's! Und ziehen wir erstmal alle vorbei. Jo, sehr schön. Ihr blöd, genau, was für blöde Menschen. So, ja, wir müssen natürlich besser sein als der Platz, den wir jetzt haben, denke ich zumindest. Gott, wer baut denn so einen Tunnel hier? Mann, oh, ich wollte da auch was. Oh, sauber wieder zwischendurch gefahren, das machen wir echt gut. Ja, auf mich. Was ist das denn hier? Oh Gott. Ja, und so wie es aussieht, muss man erst das rechte. Kann man erst das rechte aktivieren und dann das linke. Aber naja, zum Aufbewahren ist es trotzdem nicht schlecht, 2 Items zu haben. So, tschüss. Oh oh. Ja, die wollte mir direkt eins auf die Fresse geben.
Genau. Das Schutzschild hat sich jetzt richtig gelohnt. Oh Gott. Oh nein. Ein bisschen weit weg. So, hat noch gereicht, sehr schön. So, dann wollen wir hier noch... Ach Mist. Nicht rechtzeitig den Scheiß losgeworden. Sind wir ganz vorne? Ich kann es kaum glauben. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich Erster. So, ich verballer das mal, weil die Raketen deutlich geiler sind. Oh, unser Ölfleck. Sehr geschickt. So, und es dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Wir haben hier doch eine gute Umdrehung Vorsprung. So ist es, Platz 1, sehr schön. Also, das war hier auf jeden Fall bis hierhin unsere beste oder erfolgreichste Folge. Wunderbar. So, und der Grimm, wieder nur 2 Punkte hat er bekommen. Das heißt, wir haben hier einen riesen Vorsprung. 23 Punkte. Das kann man so machen. Wunderbar. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was diese Videosequenz dann sagt. Diesmal, na, mal gucken. Das sind jetzt bisher die ganzen Gefallenen. Rudolf the Redhorn Hoffman. Professor Percival Chase der Dritte. So, congratulations. Aha, interessant. Also, wir haben hier gewonnen. Sehr schön. Aber ich glaube, wir sind trotzdem, weil so viele schon tot sind. Naja, es geht, glaube ich, besser, ne? Aber wir mussten ja auch erstmal unser Fahrzeug aufrüsten und alles. Von daher geht das schon fit, so wie es ist. So. Ach, guck. Und warum genau können wir hier jetzt noch nicht hin? Ich schätze, wir müssen alles gewinnen, oder wie? Section Name 4. Ja, würde... Ist jetzt natürlich schwer herauszufinden, warum es hier jetzt nicht weitergeht. Aber ich würde sagen, wir müssen, um diese Karte hier freizuschalten, müssen wir erstmal noch die anderen gewinnen. Das heißt, wir müssen nochmal die durchfahren. Und ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm. Denn das Spiel macht schon Bock, finde ich. Dann fangen wir wieder ganz vorne an. Und dann spielen wir die wieder durch. So, da ich guck gerade mal. Ah, jetzt komme ich hier nach unten. Sehr schön. Ich guck gerade mal, ob wir hier nochmal uns ein bisschen hier was leisten können. Wie wäre es hier mit einem Baseballschläger? Ich weiß noch nicht genau, wie ich den denn einsetze. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz hier unter Settings. Controls. Oh, Mist. So, aha. Das ist auch mein Xbox-Controller. Also, links, Steering, Brake. Das ist richtig, Geschwindigkeit, ja. A, das ist der grüne Knopf. Melee. Charge Melee, aha. Also das ist quasi unsere Waffen. Power-Up. Aha, das drücke ich eigentlich immer mit A. Aber gut. Und Use Power-Up.
Toggle. Toggle Power-Up, Use Power-Up. Okay. Ja, wenn wir jetzt eine Nahkampfwaffe haben wie den Baseballschläger, dann müsste es ja eigentlich gehen, ne? Deswegen, das erklärt dann auch, warum die Penner immer eine Waffe haben. Weil sie die schon fest ausgerüstet haben. Na gut, also nächste Folge geht's hier weiter. Da fangen wir nochmal mit dem ersten Rennen an, sodass wir alles gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob man alle Einzelrennen gewinnen muss oder ob es einfach um die drei Rennen im Gesamten geht, aber wir werden es ausprobieren und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich bin hier gerade mal... Wieso ist denn hier kein grüner Haken? Haben wir das Rennen... Wir haben das doch gefahren, oder? Dann fahren wir es halt nochmal, ich glaube. Keine Ahnung. Ist egal, wir fahren es halt nochmal. Da war kein grüner Haken, ne? Aha. Ja, genau. So wollen wir es sehen. Scheiß auf andere Items. So, aber die Controls stimmen bei mir nicht. Ich drücke nämlich gerade B, wenn ich hier zuschlage. Aber ist ja praktisch. So, und sieht eher aus wie ein Golfschläger, ne? Ein Driver oder so. Komisch. Ist aber auch egal. So, guten Flug. So, ist ja lustig, dass das nicht so gezählt hatte. Ach, Toggle. Ach, so können wir hinter... Ah, dann können wir nicht die separat starten, aber wir können sie zumindest wechseln mit X und mit A dann einsetzen. Das ist doch auch schon mal was. So, aber wir sind derzeit erster... Boah. So, da haben wir mal nochmal ein paar Zombies platt gemacht. So, jetzt haben wir hier natürlich... Da können wir auch wechseln, wie wir wollen. Da passiert natürlich nichts. Zweimal das Gleiche. Das ist schon mal eine ganz gute Ausrüstung hier. So, und es geht in Runde 3. Und wir haben hier eine deutliche Führung. Eine sehr, sehr deutliche Führung. Also erst war es zu schwer, jetzt ist es zu leicht quasi, ne? Können wir hier mal ein paar Zombies wegballern. Damit wir hier mal wieder ein paar Items sammeln können. So, da fahren wir die nächste Runde selber rein. Und die Waffen gehen dann immer weg, ne? Das ist immer ein bisschen doof. Aber wie gesagt, wir haben ja derzeit über einen Wirbel Vorsprung. Also einmal diesen Kreis. Den ersten Platz wird uns hier keiner mehr nehmen können. So, ja, da wollte ich nochmal gegenfahren unbedingt. So, und das ist der erste Platz. Sehr, sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob dann auch das Finale freigeschaltet ist. Also es wird, die Punkte werden, also als wenn es nicht gezählt hätte, ne? Interessant. Try again. So, haben wir jetzt einen grünen Haken?
Haben wir jetzt einen grünen Haken? Oder nicht? So, das kennen wir auch. Lucy, Lex, Hernandez, Iron Horse, Hank Hudson, Marv House, Martha Goldberg, Wilbur Softball, Williams, Rudolph the Redhorn, Hoffman und Professor Percival Chase, der Dritte. Aber wir kriegen ja keinen Haken, ne? Und ich glaube, das ist das Problem. Na gut, ist auch egal, Leute. Es sieht leider so aus, als wenn wir deswegen hier nicht weiterkommen. Naja, wir können ja mal nochmal gucken. Quick Race, Time Trial gibt es, Open World. Multiplayer ist aber, Coming Soon steht dran, ist noch nicht frei. World Tutorial, Explore. Das probiere ich eben nochmal aus, weil das wird hier vermutlich jetzt die letzte Folge werden. Also ich habe gesagt, es ist jetzt nur ein kurzes Let's Play, ne? Also viel mehr ist hier jetzt auch erstmal nicht zu machen. Tutorial Drive. Aha. Oh. Sieht alles ganz anders an. Uiuiuiui. Ja, müssen wir aber jetzt auch nicht unbedingt machen. Ja, Leute, also, ich würde sagen, das war's hier mit Coffin Dodgers. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall hier ein Stündchen richtig Spaß. Und ja, ich freue mich über weitere Spiele, die wir dann auch so mal, wenn sie in Steam rauskommen, uns so mal vornehmen können. Und ich hau die dann einfach mal so zwischendurch raus. Und ja, ansonsten geht's natürlich mit den anderen Spielen weiter. Und in Zukunft kommen natürlich auch noch viele andere dazu. Und ich kann euch auch versprechen, FIFA 15 Ultimate Team wird auch noch als Folge wieder kommen oder wird dann auch regelmäßig dann irgendwann wieder kommen. Ich brauche halt nur erstmal einen besseren Rechner. Ansonsten ist das eher nicht so geil. Also ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei in den nächsten Let's Plays und wäre schön, wenn ihr noch einen Daumen hoch da lassen würdet und einfach mal auf die Seite des Entwicklers schauen würdet. Ist wie gesagt verlinkt und ja, wir sehen uns hoffentlich wieder. Macht's gut, bis dann.